Es ist wieder mal soweit. Sonntagsmesser-Video 2017, 16. Ausgabe. Ich habe euch mitgebracht ein Messer aus den 90er Jahren. Wieder mal ziemlich außergewöhnliches Stück. Werdet ihr gleich nochmal genauer sehen. Ihr habt ja auch schon die Bilder, denke ich mal, angeschaut. Wirklich wieder mal was Außergewöhnliches, Besonderes. Ja, kommt in einer standardmäßigen Japan-Scheide aus den 90ern. Ordentliches Leder, große Gürtelschlaufe, geeignet für Gürtelbreiten bis 8 cm. Mit der Lasche und dem Druckknopf. Unter schönen Anpassung. Hier unten noch eine Öse. Da kann man das noch schön festmachen, zum Beispiel am Oberschenkel. Ja, und das Messer ist, wie gesagt, wieder mal ein ganz besonderes Stück. Ziemlich außergewöhnlich. Erstmal ein paar Blicke drauf werfen. Und dann komme ich auch schon mit den Daten. Dieses Messer wiegt 270 Gramm und die Scheide dazu 70 Gramm. Gesamtlänge 27,2 cm. Klingenlänge 15,8 cm. Die Klingenhöhe an der breitesten Stelle 5 cm, die Klingenstärke 4 mm und die Schneide ist 14 cm lang. Übrigens stammt es hier von der Firma Haller, die ja nie selber Messer hergestellt haben, immer nur vertrieben, gibt es auch heute noch. Und hier sieht man noch die Aufschrift 440 Stainless High Class Seki Japan. Ja, dieses Messer stammt ebenfalls von Ge Sakai in Seki Japan. Die ganze Machart und alles spricht dafür. Und warum sollte Haller jetzt da auf andere Hersteller gegangen sein? Die hatten ja damals guten Kontakt dahin. Ich denke mal, dass auch damals dieses Messer dort entstanden ist. Ja, und jetzt schauen wir uns das Messer nochmal genauer an. Beginnen wir mit dem Klingenrücken. Der ist leicht konvex gebogen, aufstrebend bis zum Clippoint. Dann kommt die lange, schön gebogene Rückenschneide. Die ist eine falsche Schneide. Da fehlt aber nicht viel. Man braucht nur noch die eigentliche Schneidphase anzulegen. Hinten dann zur Spitze, dann die lange, bauchige, eigentliche Schneide, das gebogene Ricasso, geeignet für einen Vorgriff, die schmalen Flanken, den hoch ansetzenden Flachschliff mit sekundärer Schneidphase. Die komplette Klinge ist sehr schön satiniert und sehr symmetrisch geschliffen. Ja, und geht dann über in diesen Handschutz.
Der ist 7 cm lang, 2,2 cm breit und 5 mm stark. Hat gerundete Enden und die Enden zeigen hin zur Spitze, sind also leicht nach vorne gebogen. Dahinter folgt der Griff. Griffmaterial ist ein gummiartiger Kunststoff in einem grau-schwarz-anthrazit-Anthrazitton mit wulstigen und rotierten Oberflächen. Die Griffform hat oben eine Taille und unten eine starke Hüfte. Das passt sich gut der Hand an. So ergibt sich ein abrutschsicherer Griff. Und das Ende besteht aus einem verchromten, gerundeten Knauf. Daran ließe sich auch sehr gut einen Fangriemen anbringen. Ohne Öse wäre das ja möglich. Eine Schlaufe binden und schon hält die. Ja, ein außergewöhnliches, seltenes Messer von super Qualität und klasse Verarbeitung. Also ein echtes Sammlerstück. Ich zeige euch jetzt mal das Messer im Vergleich zum bekannten Smith & Wesson 6010. Dieses Klingendesign ist schon wieder mal was Besonderes. Wenn man sich diese Spitze allein anschaut, denkt man, da käme jetzt ein riesiges Bowie-Messer und dann ist das natürlich geschickt ausgeschnitten. Wirklich mal wieder was Besonderes. Und zum Schluss schaue ich mal, ob dieses Messer, das nie benutzt wurde, auch noch scharf aus der Fabrik gekommen ist. Und muss sagen, jawohl, das hat Sakai, denke ich mal, auch gut hinbekommen. Okay, Leute, das war's wieder mal. Das traditionelle Messer in modernen neuen Materialien von Haller vertrieben, von Sakai hergestellt. Bis demnächst. Ciao.